Tibet-Antilope, von welcher diese Wolle gewonnen wird, ist vom Aussterben bedroht und darum ist sie in CITES Anhang 1 aufgeführt. Das heißt, jeglicher kommerzieller Handel ist verboten. Um die Wolle zu gewinnen, werden die Tibet-Antilopen gejagt, getötet, weil man diese Tiere noch nicht domestizieren kann. Die Schweiz ist ein Importland für diese Schals. Es gibt in der Schweiz Klientel, die sich seinen Schal leisten können. Das kostet bis zu 25.000 Franken pro Stück. Im internationalen Bereich arbeiten wir eng mit Interpol und Europol zusammen, aber auch mit den Ursprungsländern, wo diese Wolle hergestellt und exportiert wird, um diese Länder zu sensibilisieren und den Export einzuschränken. In der Schweiz arbeiten wir eng mit der eidgenössischen Zollverwaltung zusammen und führen gezielte Kontrollen an der Grenze durch. Wenn wir Schatuschals feststellen, werden diese beschlagnahmt und Strafverfahren eingeleitet. Wir verhindern auch innerhalb der Schweiz den Handel mit solchen Waren, indem wir Inlandkontrollen durchführen. Nicht sehr einfach ist, einen Schatuschal von einem Kaschmirschal zu unterscheiden, haben wir Mitarbeitende des Zolls geschult und auch sensibilisiert. Durch diese gute Zusammenarbeit mit dem Zoll ist die Schweiz inzwischen ein Land, das am meisten Schals jährlich beschlagnahmt. Nachdem ein vermeintlicher Schatuschal an der Grenze konfisziert worden ist, wird er zu uns ans BLV geschickt. Es handelt sich bei diesen Schals um ein sehr wertvolles und edles Luxusprodukt. Für die Herstellung eines Schals werden 4 bis 5 Antilopen getötet. Die Wolle dieser Tiere zählt mitunter zu den feinsten im ganzen Tierreich. Dennoch ist es eben nicht möglich, anhand optischer und sensorischer Merkmale festzustellen, ob wirklich Schatuscha-Wolle vorhanden ist oder nicht. Deshalb ist es nötig, dass weitere Untersuchungen vorgenommen werden. Wir machen uns hier die Tatsache zunutze, dass die Haarstruktur verschiedener Tierarten verschieden sind. Man kann dann anhand von mikroskopischer Untersuchung feststellen, zu welcher Tierart diese Wolle gehört. Die Anzahl der jährlich beschlagnahmten Schals variiert zwischen den Jahren, aber es zeigt sich auch im letzten Jahr, dass wieder viele Schals beschlagnahmt worden sind. Das heißt, dass der Handel nach wie vor von großer Bedeutung ist. Aufgrund der anhaltenden Problematik ist es uns sehr wichtig, dass wir die nationale Arbeit, also die Kontrollen in der Schweiz, aber auch die internationale Arbeit weiterführen. Wir möchten insbesondere auch Personen, die sich für diese edle Schals interessieren, darauf aufmerksam machen, dass zur Herstellung eines solchen Schals 4 bis 5 Tiere getötet werden müssen. Aufgrund dieser Nachfrage sind diese Tiere vom Aussterben bedroht.